Ich habe hier drei Raptoren, ja, nämlich Leatherman-Raptoren. Also das stimmt nicht ganz. Ich habe zwei Leatherman-Raptoren und einen wirklich Orgen-Nachbau von Emerson. Wenn du wissen willst, was die können, wo der Unterschied zwischen dem Responder, ja, das ist hier, dieses wunderschöne Response-Team, beziehungsweise eben hier das Rescue haben willst, und ob so ein billiges Nachbauteil aus China, was wirklich, wirklich gemein ist, überhaupt was taugt und ob du das tun solltest, wenn dir das irgendwie interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop für Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Val d'Ulabodi. Ich war ganz überrascht, weil ich habe ja schon dieses Teil schon vor langer Zeit vorgestellt, oben bei Mikkelgen, 3-4 Jahre her. Und zwar dieses Teil hier, da gab es nur einen Raptor von Leatherman. Das ist dieser hier, den habe ich mir jetzt noch einmal geholt. Und da war ich ganz überrascht, dass es jetzt auch ein anderes Produkt gibt, nämlich den Response. Haben wir gedacht, da stimmt was nicht. Und dabei ist mir dann gleich das hier, also das voll gemein, ja, über den Weg laufen. Gut, fangen wir an. Der Raptor, so wie wir den kennen, oder vielleicht auch nicht, Farbe ist egal, der hat eben die Möglichkeit, da hast du eben die Möglichkeit, dieses Teil hier schön kompakt zu tragen. Ich war jetzt mit meiner Frau vor kurzem im Krankenhaus und da Rettungskräfte ein- und ausgegangen und habe ich diesen Raptor an der Seite gesehen, nämlich mit diesem Holster hier. Und bei dem Holster, das gibt es eben, so wie ich das jetzt verstanden habe, nur bei dieser Rescue-Variante ist er dabei, weil der Response wird einfach ohne dem ausgeliefert. Schauen wir uns aber auch noch an. So, was ist da dabei? Ein Clip. Dann hast du hier eben einen Schneidemechanismus für einen Gürtel. Ein Gürtel schneidest mit dem hier. Ein Ring natürlich. Und da ich keinen Ring trage, sondern eben nur eine Uhr. Würde ich mit der Schere machen. Nein, aber es ist ein Ringschneider. Dann gibt es hier dann noch, muss man im eingeklappten Zustand machen, einen Gurtschneider, vielleicht auch heißt er deswegen Rescue, könnte sein. Und dann dieses Teil hier ist angeblich, um irgendwelche Sauerstoffflaschen ein- und auszuschalten, wie auch immer. So, das ist so wie immer schon der Raptor war. Dann noch einen Glasbrechibrech mit dazu, da ein Lanyard-Anbau, dann dieses coole Dingsbums hier mit dabei. Alles cool, alles wunderbar. So, und jetzt gibt es aber auch dieses Teil hier, nämlich das Response. Und bei dem Response, das kann ich auch zusammenklappen. Ja, aber das hat viele Funktionalitäten nicht so sehr. Schau mal her. Da ist jetzt dieser Sauerstoffflaschen-Dingsbums, ja, der da beim Gurtschneider mit dabei war, hier mit eingebracht, mutmaßlich. Dann, das hier ist Kunststoff, während bei unserem Rescue, ja, das hier ein Metallteil ist. Ja, da ist ein Glasbrecher dabei, den finde ich da nicht. Also gehe ich davon aus, dass das da eher etwas für den Innendienst gedacht ist. Der sagt, okay, ich bin gar nicht draußen, ich brauche kein Rescue, ich habe keinen Unfall, ich bin nicht Feuerwehr, ich bin nicht Rettung draußen vor Ort, sondern ich bin einfach irgendwo drin. Ja? Und da könnte man vorstellen, dass das hier sozusagen die Idee ist, eine zusammenklappbare, trotz alledem mit einem Ringschneider ausgestattete Verbandsschere, die einfach was schneidet. Das mutmaße ich, dass das die Idee ist. Auch die Oberfläche schaut anders aus, die ist eloxiert oder nennt man das so, verspiegelt auf jeden Fall. Ja? Die ist verspiegelt, während das hier einfach matt ist. Was da die Idee dahinter ist, kann ich da auf jeden Fall nicht sagen. So. Das Teil ist deutlich leichter als, also obwohl es mehr Funktionalitäten hat, weil ja auch dieser Gurtschneider noch mit dabei ist, das habe ich hier alles nicht. Ja, soll so sein, wie auch immer. Unterschied. Wir werden dann auch noch schneiden. Gut. Das hier jetzt, warte mal, mich interessiert jetzt, wenn man kann die Holster nämlich einzeln nachkaufen, ob der da reinpassen wird. Und er passt auch nicht, das habe ich nämlich noch gar nicht ausprobiert. Dieser Response passt auch gar nicht in den Holster vom Rescue. Weil er viel dicker ist. Kenne ich von wo. Gut, sei es drum. Und dann habe ich halt so gestöbert, habe mir die zwei gekauft und super cool, wunderbar. Und auf einmal, wirklich, Emerson weiß ganz genau, was ich tue, haben sie mir dann Werbung vorgespielt, nämlich das hier. Und das finde ich halt schon arg, weil das hier ist ein Leatherman, also das ist ja von diesem Rescue. Eigentlich ein fast 1:1 Nachbau. Also sogar diese Designelemente, die die haben, sind nachgebaut. Also das muss ich da echt sagen, das ist
1:1 Kopie. Jetzt weiß ich nicht, ob unsere amerikanischen Freunde einen Designschutz haben. Das sind halt Kleinigkeiten. Ja? Also an der Oberfläche merkt man es und da ist ein bisschen mehr Beschriftung und es ist natürlich schon feiner gemacht. Und das ist sicher, also das ist ja angeblich Made in USA und ich glaube leider mehr, dass die Made in USA machen. Das da ist sicher Made in China und das merkt man halt auch. Die Kanten sind nicht so schön abgearbeitet, aber der Preis ist einfach urorg weniger. Urorg weniger, wirklich urorg weniger. Aber unabhängig jetzt davon, wir wollen uns anschauen, ob das überhaupt was kann. Und da soll man schneiden. Und zwar das hier ist ein Armbrustbolzen, ein Bodkin. Das ist einmal hier ist Aluminium und das hier ist Carbon. Ja, die wollen wir mal schneiden. Und zwar fangen wir ganz einfach an mit dem Rescue. Ich schneide da jetzt durch bei dem Aluminium. Warte mal, ich setze gleich meine Brille auf. Das ist keine richtige Schutzbrille, sondern eine Made in Austria, eine Brille. Ich kriege von denen nichts, wirklich nichts. Also ich bin von denen nicht bezahlt. Ich mache billige Eigenwerbung für meine Produkte, für meine Messer und so weiter. Dass das ein Werbevideo ist, ist klar. Aber ich kriege von denen nichts. Auf jeden Fall, die finde ich total cool. Die kann man fast nicht kaputt machen. nicht amerikanisches, österreichisches Produkt. Aber irgendwie, ich bin halt ein Schisser, wie man so schön sagt. Und daher schneide ich eins noch. Ich bin ja hier auf Waldurlaub.at im Buschkraftareal. Alles privat. Grund, hier kann niemand kommen und so weiter, wenn ich da mal mit der Armbrust schieße oder so weiter, also keine Sorge. Aber etwas wichtig, wenn ich das jetzt abschneide und das dann am Boden fällt, dann werde ich nicht einfach weggehen, sondern ich werde es mitnehmen. Also keine Sorge an alle selbsternannten Umweltschützer, keine Sorge. So, jetzt schneiden wir da dieses Aluminium mal. Wow, das ist ja weggeflogen. 1,5 Meter erst. Schneider da durch. Merkt er überhaupt nicht. So, nein, ich setze das auf. Ich bin einfach feig. Ich bin einfach feig. Ich hänge an meinem Augenlicht. Also das schneidet das durch wie nichts. Gut. Carbon, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil Carbon, habe ich mir ja sagen lassen, wenn das jetzt ich da irgendwie in meinem, da irgendwie so reinkriege, das wäre unangenehm. Aber nein, schneiden wir noch gut das Carbon. Schauen wir uns ganz einfach einmal an, ob auch der Response das könnte. Ob der Response das könnte. Also ich merke, dass das schon auch geht, klarerweise. Ja, der liegt jetzt da. Also ich heb's auf. Ja. Da wird natürlich das hier, dieses Toxic Green, würde ich einfacher finden als das Schwarz. Aber ich heb das alles auf, ist ganz klar. Das war jetzt schwieriger. Das war jetzt deutlich schwieriger. Aber ich glaube nicht, dass das irgendein Problem macht. Also das ist super. Und dann werden wir natürlich auch noch den Chinesen ranlassen. Da bin ich jetzt echt gespannt. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt. Weil wie gesagt, deutlich schlechter. Ich meine, es ist schon gegangen, aber es ist deutlich schlechter gegangen. Habe ich gemerkt, aber der Schnitt ist trotzdem fein. So, jetzt werden wir da noch einmal probieren. Übrigens, da ist mein Auto. Das heißt, ich schneide jetzt in mein Auto rein, damit diese feinen Teile, ja, Auto, ja, dass diese feinen Teile gar nicht, da habe ich da Ladefläche, da liegt auch mein ganzes Zeug, da reinfällt. Also, sowas Feines runterschneiden, mag er gar nicht mit. Da mag er gar nicht mit. So. United States of America, made in the US. Schauen wir mal, ob der da sowas Feines runterschneiden kann. Feigerreiniger. Das ist was anderes. Pass auf, pass auf. Also, und auch gleich was, auch gleich was. Ja. Ich habe auch viele Messertests schon gemacht. Vielleicht kennst du meinen Messerkanal noch nicht. Oben bei mir klicken oder gebe da den Link. Ja, mache ich Messertests. Und da heißt immer, ja Reine, du fegst das zusammen und du strengst dich da an und du tust das irgendwie manipulieren. Wenn du das glaubst, dann weißt du was, dann glaubst du ganz einfach. Aber ich sag dir, ich werde auch nicht von Leatherman bezahlt. Leider beliefern mich die nicht. Ich würde Leatherman-Produkte sofort verkaufen. Ich liebe Leatherman-Produkte. So wie ich Victorinox-Produkte liebe. Aber sie beliefern mich nicht. Reini ist einfach ein kleiner Scheißer, das interessiert niemanden. Habe ich das gesagt oder gedacht? Nee, ich habe es gedacht laut. Ja? Daher beliefern Sie mir nicht, habe ich schon angefragt. Ja? Machen Sie nicht. So, ich würde die verkaufen, aber ich kriege die gar nicht. Ich muss die selber auf Amazon kaufen, was traurig ist. So, schau her. Den hier, noch einmal, der schneidet nicht so fett, nicht so schön. Schau her mal, schau, was da passiert. Ha! Und das fake ich nicht, sondern das ist einfach so. Das hier ist Made in China, kostet auch nur mehr, weniger als ein Drittel. Also schau her, wenn du sagst, ich möchte sowieso nur Papier schneiden, ja, das ist das Einzige, was ich will, oder ich möchte einen Verband schneiden, dann wird es mit dem hier genauso gut gehen.
Ja, da ist es wurscht. Ja. Wobei der trotzdem schöner schneidet, kann ich dir trotzdem sagen. Ach, da ist die Schnittfläche besser. Aber egal, ja. Dann wird das schon reichen. Oder wenn du einen Verband aufschneiden willst, oder wenn du tatsächlich in einer Response-Situation eine Uhr aufschneiden willst oder so etwas, dann wird das schon passen. Aber pass auf, wenn du professioneller Ersthelfer, Ersthelferin, Krankenschwester bist, wenn du bei der Feuerwehr bist oder was auch immer, ich habe keine Ahnung, ja, Rettungssanitäter heißt diese Funktion, oder Notarzt, wie der Dr. Thomas Kickes, der übrigens auch einen richtigen Raptor hat, ja, und das dein Beruf ist, oder du das als Berufung nebenberuflich machst, ja, wenn du das tust, ja, all die Männer und Frauen, Hochachtung für euch, wirklich, ja, Hochachtung an dich, wenn du das tust. Dann würde ich einfach vorschlagen, ich weiß, es kann nicht deppert reden, kauft einen gescheiten. Ja, kauft da den, der wirklich funktioniert und nicht dieses Ding da, ja? Aber egal, pass auf. So, weil wenn du das dann, schau, wenn du ein Papier schneidest oder Plastik, ja, auch da merke ich das. Ich merke das wirklich. Also das ist jetzt kein Spaß. Ich meine, da geht das jetzt, ohne dass ich jetzt irgendein Problem sehe. Aber auch da geht das nicht so gut durch wie Butter. Dann schauen wir uns einmal den Response an. Aber auch der schneidet besser. Also das ist schon, das ist schon eine andere Welt. Was mich aber wundert ist, also kann der das jetzt da so fein abschneiden? Auch, ja, der kann das auch. Und da jetzt noch einmal den Original Leatherman Rescue. Der schneidet das ab wie nix. Also schau, das ist mir runtergefallen. Schau, das hebe ich gleich auf. Lass ich mir nämlich nicht nachsagen, da ist das kleine Ding. Ja, so, wenn du einfach das beruflich machst, ja, ja, all die Männer und Frauen da draußen, Hochachtung, dann kauft euch, wenn ihr glaubt, dass ihr das überhaupt braucht, ja, ja, dann kauft das Gescheite. Und wenn du sagst, okay, du baust dir dein eigenes Erste-Hilfe-Set zusammen, ich zum Beispiel als Trainer, Bushcraft und Survival-Trainer, auch die Leute, die bei mir die Trainings teilweise veranstalten, manche mache ich, manche machen freiberufliche Mitarbeiter, wenn wir da draußen sind mit einer Gruppe, zum Beispiel Extremtraining, 3 Tage nur mit dem Messer und da passiert irgendjemandem was, dann möchte ich, und ich kaufe das, um zu helfen, nicht um es einfach zu haben, zu sagen, okay, ich hätte es gern, sondern ich möchte wirklich helfen, dann nimm das nicht, diesen Scheiß. Und auch das werde ich aufheben. Sondern besorg dir einfach das richtige Tool. Ich habe es jetzt hier allein bei dem gesehen. So. Ja, ich werde es hier aufheben, keine Sorge. So, jetzt Carbon. Von dem habe ich ein bisschen Federn, weil... okay, aber das sieht man gut. Weil dieses Carbon... das war viel einfacher als das Aluminium, also das ist überhaupt keine Challenge, also keine Herausforderung für dieses Teil hier. Das ist einfach durchgeschnitten. Ja. Das sind ganz kleine Fasern. Bolzmaster gibt es natürlich auch bei uns im Shop, also wenn du Armbrust schießen willst, auch das mache ich sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall, das ist ein Carbonpfeil und bei dem, da sind jetzt so kleine Fasern und wenn du die irgendwo in den Körper reinkriegst, ist das sehr unangenehm. Also da muss man aufpassen, das gebe ich gleich weg. Das ist gar keine Herausforderung, das braucht man gar nicht machen. Das ist irrelevant. Aber das mit dem Aluminium-Dingsbums, allein das hier, also das, ich muss dir das echt sagen, das ist einfach ganz eine andere Welt. Daher original kaufen, das macht wirklich Spaß. Ich meine, im Notfall würdest du wirklich, musst du da Aluminium schneiden, weil wenn du bei der Feuerwehr bist und jemand eingeklemmt ist, da werdet ihr nicht mit Scheren, mit Rescue-Scheren irgendetwas machen, sondern das wird ja auch mutmaßlich mit einer pneumatischen Schere, wie ich einmal gesehen habe, gemacht. Aber du könntest zumindest das eine oder andere tun. Jetzt schauen wir uns an, ob sich da irgendetwas, also die Schneidleistung lässt einmal aufs Erste nicht nach. Ich sehe auch, ich meine, okay, das war ein schwarzer Pfeil, dadurch ist da jetzt von dieser Oberflächenbearbeitung das eine oder andere draufkommen. Ja? Aber ich sehe keine Beschädigung. Jetzt hole ich das Kinderzeug. Also damit du siehst, dass ich das auch wirklich aufgekommen habe. Aber ich muss da jetzt fair sein, ich sehe da auch keine Ausbrüche oder irgendetwas. Also das funktioniert schon. Und daher, also wie gesagt, wenn du nur irgendwie ein bisschen Papier schneiden willst, reicht das auch. Letzter Punkt, das ist der Raptor, den ich zum Beispiel, das ist das erste Hilfeset, das ich mit habe bei den Gruppentrainings. Das ist der erste Raptor, den ich sozusagen hatte. Der ist ein paar Jahre alt. Dann, also den ich beim Video herzeige, oben beim i-Klicken vor x Jahren, den habe ich dann dem Dr. Thomas Kickes geschenkt. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Und den habe ich mir dann nachher gleich gekauft. Und der ist auch bei Wind und Wetter in diesem dreckigen Auto hier, ja, der liegt da draußen. Oder das wird angeregnet. Wie oft wir da schon draußen waren. Und dieses Ding,
ist einfach abartig super. Okay, man sieht da vielleicht jetzt das eine oder andere Rost, oder ja, nennen wir das Rost, aber das Ding ist einfach super. Übrigens, da steht noch Raptor normal drauf. Da steht eben dieses Rescue und Response noch nicht drauf. Aber ich habe sie miteinander verglichen und kann dir nur sagen, ich finde keinen Unterschied zwischen der alten Version und eben dieser neuen Version. Gibt eben nur das hier jetzt mit dazu. Ja, das war ein urlanges Video. Nicht das China-Zeug kaufen. Und daher gebe ich dir auch nicht den Link auf Amazon dorthin. Nein, tue ich nicht. Wenn du das wirklich tun willst, dann musst du das selber suchen. Aber ich tue das nicht. Ich gebe dir aber den Link auf Amazon. Billige Eigenwerbung natürlich, ja, ganz klar. Auf das Leatherman-Produkt, das ich gekauft habe bei Amazon und sowas und überhaupt. Und ja, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, dann magst du vielleicht ein Messer kaufen, ein Urban Backup oder ein Bush Backup oder ein Beaver. Also wir haben da eigene Messer und wir haben zum Beispiel für Victorinox eigene Scheiden, eigene Lampensysteme. Wir haben auch für Leatherman, für den Wave und für den Search eigene Gürtel, Clips und so weiter und so fort, die wir selbst produzieren hier in Österreich oder zum Beispiel für das Glockfeldmesser einen Feuerstahlhalter und sowieso und überhaupt. Also ich bin nicht ganz dicht, das hast du aber eh schon gemerkt die letzten Minuten. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe dir den Link oder Daumen nach oben, Video teilen, Abo dalassen, dein Rainer Rossmann und ciao, ciao!